Sind wir schon durch? Sind wir am tiefsten Punkt der Wüste? Pass auf, da ist Treibsand. Der Sand wird überall nach unten gezogen. Das sind Sandstrudel. Wenn wir da zu nah hineingehen, werden wir hineingezogen. Hier ist es gefährlich. Ich sehe nichts, was in den entferntesten wie ein Zahnrad der Zeit aussieht. Vielleicht ist hier einfach nichts. Oh, was ist los, Gideon? Dieses Gefühl. Dasselbe hatte ich beim Nebelsee. Ich kenne diesen Ort. Vielleicht habe ich nur von ihm gehört. Aber es kommt mir so vor, als wäre ich schon einmal hier gewesen. Ich weiß nicht, woher. Auf jeden Fall kenne ich diesen Ort. Hör mal, Kilian. Was ist los? Du warst gerade ganz gedankenversunken. Hier gibt es anscheinend nichts zu finden. Wie schade. Berichten wir der Gilde davon. Lass uns heimgehen. Die Wolken über der Nordwüste haben sich verzogen. Was? Es sind also alle von ihrer Suche zurück, aber niemand hat etwas gefunden? Wie enttäuschend. Tja, so ist es. Hey, hey, wir waren in den östlichen Wäldern, ganz wie man uns aufgetragen hat. Aber hey, außer dem Wald, überhaupt nichts zu finden. Was die Kristallhöhle angeht, jawohl, ja, sie war randvoll mit Kristallen. Wenn das mal keine hübsche Höhle war, sie war so hübsch, dass ich nicht anders konnte, als mir ein Kristall mitzunehmen. Oh, wann hast du den denn aufgehoben? Ich war die ganze Zeit bei dir, ich habe gar nichts gemerkt. Bidiza. Unser Ziel war es, das Zahnrad der Zeit zu finden. Dieses Ziel zu erreichen ist uns allen nicht gelungen. Aber du hattest auch noch den Nerv, ein Souvenir mitzunehmen, das mit der Mission gar nichts zu tun hatte. Für wen hältst du dich? Oh, weia, tut mir leid. Ich wollte doch einfach einen klitzekleinen Schatz haben, das ist alles. Zwirfens, ich sage es ungern. Unsere Anstrengungen haben keine Früchte getragen. Ah, wie ärgerlich. Ich habe geglaubt, wir hätten an einem vielversprechenden Orten gesucht. Ich gebe meinem eigenen Unwissen die Schuld. Ich bin wirklich betrübt. Meine Güte, nein. Du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Wir haben unseren Plan doch deinem riesigen Wissen erst zu verdanken, Zürfinst. Nichtsdestotrotz waren unsere Anstrengungen umsonst. Das ist eine Tatsache. Aber es ist sinnlos, uns selbst die Schuld zu geben. Lasst uns den Plan überdenken. Wir werden uns morgen eine andere Strategie überlegen. Ja, das werden wir. Auf dass wir das Problem gemeinsam lösen. So sieht es aus, Pokémon. Für heute haben wir genug getan. Ruht euch aus. Bereitet euch auf morgen vor. Verstanden. Ach ja, Abendessen. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür! Es ist Morgen! Ach, guten Morgen. So. Dann müssen wir mal schauen, ob wir Reptin jetzt irgendwann finden oder eins der Zahnräder der Zeit. Und da sind wir wieder. Im Moment arbeiten der große Zwirfins und ich an einer Lösung des Problems. Wir entwickeln unsere neue Strategie. Und bis wir sie entwickelt haben, möchten wir, dass ihr auf eigene Faust nach Zahnrädern der Zeit sucht. Das ist alles. In Ordnung, Pokémon. Heute heißt es wieder hart arbeiten. Hurra! Wir sollen heute auf eigene Faust suchen, Kilian. Wo sollen wir suchen? Ich frage mich. Wir können es versuchen, aber wir haben keinen Schimmer wo. Oh, Moment mal. Gestern, als wir da draußen waren. Ja, das ist es. Gestern bei den Treibsandstrudeln dachten wir, wir seien in einer Sackgasse. Aber vielleicht liegt dort noch ein Geheimnis verborgen. Was ist los? Steckst du schon wieder in einem Tagtraum? Wie? Du willst nochmal zur Malsandwüste? Aber wir waren gestern erst da, wir haben nichts gefunden. Was? Also in der Malsandwüste war, hattest du dort dasselbe Gefühl wie am Nebelsee?
Na dann, okay. Was du sagst, wird stimmen. Gehen wir noch einmal dorthin. Zurück zur Malsandwüste. Liebunkel, hast du denn heute eigentlich irgendwas Tolles? Ein Felino-Band. Moment, für was? Schützt vor Schaden durch Wetter. Okay, nicht unbedingt so pralle, weil der durch Sandsturm sowieso Schutz hat und Tagelsturm in nächster Zeit nicht vorkommt. Was haben wir hier? Für Kindwurm. Schützt das Pokémon vor Volltreffern. Na, warum nicht? Komm, holen wir uns. Ach, ich habe nicht genug. Verdammt, okay, da muss ich nochmal wiederkommen, wenn ich eins mehr habe. Einfach mal hoffen, dass in den Schatzboxen, die ich da hat, noch eins drin ist. Ja, ich hatte gestern mein ganzes Geld dabei. Na gut. Einfach mal gut, dass ich dann nicht gestorben bin, sonst wäre die Hälfte davon weg gewesen. Hast du denn irgendwelche Gummis? Ja, hast du. 3 Stück. Die hätte ich gern alle. So. Schlaftaubsamen, na gut. Ich habe 2 Schatzboxen, okay. Na, Moment, ich wollte noch eine Persifbeere mal wieder mitnehmen. Na, bin ich an denen schon vorbei? Ja, oh, habe ich nur noch eine Persifbeere? Oha. So habe ich so wenig Persifbeeren. So. Ein großer Apfel. Eine Snoopy-Cat-Claw. Oh, das ist gut. Dann haben wir nämlich jetzt noch ein weiteres Item, das wir tauschen können. Für unsere Fio. Noch genau 150, die brauche ich jetzt noch für das Item zum Tauschen. So, dann nehmen wir mal die paar Gummis hier wieder. Verteidigung steigt, das ist immer gut. Und schon wieder extra IQ, jawohl. Aber immer noch keine neue IQ-Fähigkeit. Langsam muss aber doch mal wieder, oder? Immer noch nicht. Immer noch bei 1,5 Sternen. Dann gehen wir jetzt zu Glibunkel,
holen uns unser nächstes Item. Dann kann Fio nicht mehr gekrittet werden. So, die kannst du haben. Die. So, brauche ich alles nicht. Dann gehen wir noch mal ab in die Malsanwüste. Tja, wir sind wieder da. Aber es scheint immer noch nichts hier zu sein. Vor uns ist weit und breit nur Sand. Und Treibsandstrudel, wie man sieht. Gibt es hier sonst noch etwas? Welche Geheimnisse sollen hier verborgen sein? Es ist sehr schwach, aber ich fühle es trotzdem. Diesen Ort, ich kenne ihn irgendwoher. Aber so wie es hier aussieht, ich muss Fliege recht geben. Hier gibt es wirklich nichts als Wüste und Treibsandstrudel. Abgesehen von Strudeln gibt es nichts. Warte, eine Sekunde. Wenn es nur Treibsand gibt, dann muss das Rätsel der Lösung sein. Es geht hier nicht mehr weiter, oder? Was denkst du, wo sollen wir suchen? Was? Was hast du da gesagt? Wir sollen in den Treibsand springen? Meinst du das ernst? Schreckst du tatsächlich vor, dass wir da reinspringen? Okay, ich vertraue dir. Ich glaube an dich. Ich habe es nur dank dir soweit geschafft. Als wir auf unserer ersten Erkundungstour waren. Damals habe ich dir auch vertraut. Ich habe es damals geschafft, weil du mir Mut gemacht hast. Meine Gefühle haben sich seitdem nicht geändert. Also, lass es uns tun. Lass uns in den Treibsandstrudel springen. Bist du soweit? 1, 2, 3, los! Wow. Autsch, mein Hintern. Wo sind wir? Ist das eine Höhle? Wir sind von oben heruntergefallen. Du hattest recht, Kilian. Du hattest recht, das Geheimnis lag im Treibsand. Legen wir los, das Erkunden kann losgehen. Lass uns unsere Suche nach dem Zahnrad der Zeit beginnen. So. Hier hätte ich gern wieder den Durchbruch fixiert. 4 erreicht Level 17, die kommt langsam mit uns mit. Leveltechnisch. Cool, ich kann es dann da mal mit dem Durchbruch holen hätten. Hier gibt es nichts, wie es aussieht. Fliegi, was machst du da? Destiny erreicht Level 23 und der lernt eine neue Attacke. Was lernt er denn? Amnesie. Brauche ich jetzt nicht auf dem. Vibrava. Tolles Pokémon. Geld.
Treppe. Und Geld. Ein Erstarrorb. Gut, kann man immer brauchen. Sandsturm. Wieso? Ja, ich bin schon wieder out of attack point. Na gut. Machen wir einfach mal das hier. Kommen wir ja hier echt gut durch heute. Und Level 18 für Fio. Ja, der Sandschleier ist schon wieder da. Und Lem Orb. Ja. Und Destiny reicht Level 24, der überholt uns ja bald. Und da ist die Treppe. Weiter geht's. Wie mein Rückzug gibt einfach mal 20 Schaden mehr macht als der von Fliegi. Level 27. Eisendorne. Die nehmen wir doch einfach mal mit.